Was geht ab, YouTube? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Sahans. Ja, wir werden hier gerade so ein bisschen penetriert, zumindest ich hier gerade irgendwie. Wie ihr seht, hat sich da einer der Idioten gerade selbstständig das Bein abgerissen. Autschen, das tut doch nicht Not. Und der andere guckt nur doof. Erstmal ein bisschen Heilung. Ich bin müde und hab Hunger. Ey, Bauchklatscher Klausi, bleib hier. Oh, ich habe jetzt Lust dazu. Zack, Achtung, wird laut. Oh, er haut ab. Der rennt aber dir vorbei. Oh, süß. Tschüss. Grüß schön. Schick eine Postkarte. Und dann meine Handtasche verloren. So. Unser liebe Claritos ist schon fleißig am Basteln. Wartet mal kurz mal hier. So, jetzt hier das hier aufnehmen. Oh, guck mal, da laufen zwei Bambis. Kräutersitzlinge. Denkt daran, Steinlager sind auch noch genug, ne? Oh, oh. Ja, so viel brauche ich gar nicht mehr, weil ich wollte dir das nur mal zeigen. Also kann ich dir eigentlich jetzt schon zeigen. Weil genau, jetzt kannst du schon oben verkleinern. Aber so geht das ganze Zeit jetzt. Und dann kommst du auch ins Wasser. Ja, da haben wir doch ein bisschen was vor, ne? Jawohl, siehst du ja. Ich bin ja hier schon ein bisschen extra weiter reingegangen, weil hier schwimme ich ja schon. Das packen wir dich da unten mal ein. Kommst du überhaupt noch raus? Ja. Sicher? Ja. Ja? Ja, ich komme raus. Hallo? Ja? Hallo? Na klar komme ich da raus. Ich merke das schon. Hä? Nee, eigentlich kommt man raus. Eigentlich. Tja, Leute, also wie ihr seht, Ah. wir haben ja, ein bisschen was vor uns. Und da wir jetzt hier Süß, gut. anfangen, war, sollten wir mal, wir sollten hier mal ein paar, ja, ne? So. Kann ich hier platzieren? Warum? Da. Schön daran ist, wenn wir unter der Base spazieren gehen jetzt. Oh, das ist jetzt wirklich ein bisschen nervig, wenn du jetzt hier jetzt mal runterplumpst. Ja. Hä? Jetzt stehe ich im Wasser. Okay. Toll. Hä? Irgendwie stand ich gerade unter Wasser stand ich gerade. Jetzt ist irgendwie. Ich komme nicht mal dahinter, wo du bist. Soll das gehen? Oh, doch. Na so. Ja, toll. Jetzt hängen wir hier unten fest. Hilfe! Hilfe, ich will weg! Lass mich hier raus! Tschüss. Jetzt wird das gemacht. Du musst in die Hocke. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber dafür müsste ich erstmal stehen. Ja, dafür müsstest du erstmal springen und genau auf die Kante und dann in die Hocke und dann gehst du kurz unter Wasser und dann kommst du raus. Drück die ganze Zeit extra Hocke. Hilfe! Kann ich die nicht klauen? Ha! Ja, im Nachhinein kannst du sie rausnehmen. Bis. Boost.
Wenn du jetzt alle wegreißt, machst du es mir umso schwerer, weil dann komme ich nämlich nicht zum nächsten Feld. Ich wollte ja nicht alle wegreißen, ich wollte da noch rauskommen. Aber ich baue dir jetzt erstmal ein paar Dutzend Steinlager am besten dahin, wa? Erstmal so am besten in die Nähe davon. Joa, verkehrt wäre es nicht. Warum drücke ich eigentlich an Dauernd F? Ein paar Steinlager, ein paar Holzstammlager. Ja, unsere Safe Zone. Das heißt, wir müssen die ganzen Steine. Okay, ich gehe Stöckchen sammeln. Jo. Wobei, wir müssen ja auch noch mal gleich irgendwann nebenbei mal kurz uns die Pistole holen. Wollten wir auch, ja. Wäre nicht schlecht, weil das ist, glaube ich, ein kleinen Tick besser. Ach, super, wir haben nichts mehr zu fräten. Toll, ich kann keine Fische mehr tragen. Und das Gute ist, Leute, wir haben die Hütte halt auch im Endeffekt nur gebaut, damit wir unsere Nahrungsquelle safen können. Ja, das Dingsens ist voll. Unser Trockengestell drinne. Juhu. So ein bisschen Fleisch ist da auch dran, so ein bisschen Schildkrötenfleisch. Was ich mir eben noch offscreen kurz gesammelt habe. Also ein paar Schildkröten auseinandergenommen. So, einmal Fisch anbrutzeln, das Bein brutzeln wir auch gleich mit an. So, bei dem Fisch muss man ein bisschen aufpassen, nicht dass er zu, also entweder roh ist oder zu dunkel wird. Was ich ehrlich gesagt auch ganz cool finde. Den können wir jetzt essen. Und einmal ein Beinchen. Ja, zur Sicherheit habe ich hier auch den Zaun ja, ein bisschen weiter gebaut, damit die hier definitiv nicht ganz so schnell durchkommen. Oh, Virginia ist draußen. So. Die greifen ja sowieso eher den Zaun an, als statt mal zu überlegen, wie sie da reinkommen. Und ihr Lieben, was ich noch eben kurz offscreen gemacht habe, zumindest ist ich, weil der liebe Claridos hat eine kleine Pause eingelegt, damit er frisch gestärkt in die Runde kommt. Jep. Steine sind schwer. Habe ich schon mal ja, ein paar Sachen geholt. Da muss nicht die Schildkröte. Oh, da. Nee, du musst da lang, Schildkröte. Das ist Fleisch. Ich mal eben schnell den Drucker besucht. Und dort mir schon mal ein, zwei Sachen gedruckt, wie zum Beispiel die Trinkflasche. Dann habe ich festgestellt, dass es eine Halterung fürs GPS gibt. Und habe mir natürlich mein Lieblingsspielzeug gedruckt. Die Wasserpistole. Schön wäre es, wenn es hier Wasserpistole geben würde. Würde ich sofort feiern. Nee, ich habe mir den Schlitten gedruckt. Und tatsächlich, Leute, habe ich hier auch. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist das. Genau. 3D gedrucktes GPS-Gehäuse.
Na, hab dann schon mal so ein paar Armbrustbolzen gefunden und ein paar Pfeile. Ein Solarpanel habe ich auch noch eins gefunden. Ein paar andere Sachen. Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, leider, ist, ich brauche unbedingt noch eine Art Mainboard. So, ich mache mal erstmal die Handtasche nebenbei auf. Klebeband. Können wir mal gebrauchen. Auf jeden Fall habe ich auch jetzt hier die Trinkflasche mit schmutzigem Wasser. Also sollte man nicht unbedingt das machen. Muss ich noch rausfinden, wie wir die gefüllt kriegen mit sauberem Wasser. Guck mal, hier ist so ein Baumstamm, den können wir gleich mal zack. Siehst du, sie lobt mich. Zeigt mir einen Daumen nach oben. Ja, was machst du hier? Der macht nichts. Sind die beide fertig? Ja, perfekt. Wir sagen ihm mal, dass er Steine sammeln soll. Also Felsen. Schon wieder ist mir das passiert. Ups. Wir kriegen Gesellschaft. Echt? Ach, guck mal. So. Bauchklatscher. Klausi gleich drei Stück. Ich bin weg. Und höp. Oh, wir kriegen richtig Gesellschaft. Guck dir das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 7 Stück. Ey! Wenigstens greift. Lass die mal Virginia in Ruhe. Ja, und Oh. jetzt? Oh. Ich würde aufpassen. Achtung. Ja, und nun? Was machen wir jetzt? Ein bisschen paar viele, oder? Ja, so gering fühle ich schon, ja. Also drei Bauchklatscher-Klausis da hinten, ey. Und da auch noch mal drei. Ja, ich würde sagen, lass uns die erstmal machen. Aua! Könntest du mich mal bitte aus dem Spiel lassen? Oh. Wow. Da kann ich gar nicht so schnell den gucken, ey. Gerade so blöden Stein in der Hand und auf einmal springt er mich an, Oh ey. oh. Ah ja, der hat mich auch gleich. Ach, na super. Oh, das auch jetzt Bauchklatscher-Klausi gerade im Spiel. Zu viele Umpa-Lumpas, ey, und drei Bauchklatscher-Klausis, ey. Das ist schon. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Mutanten auftauchen. Sind sie weit genug weg, dass du mich holen kannst? Jo. Dient sich gerade an unserer Base. Ja, das ist gut. Und da kann ja zum Glück nichts passieren, wir haben ja keinen Strukturschaden an. Ui, den hast du mal auseinandergenommen. Oh hier, Bauchklatscher Klaus, guck mich blöd an. Ah, okay, weil der Stein fehlt, geht das noch nicht. Oh, ich rette dich, Mädchen. Achtung, der nächste kommt schon.
Mich kriegt er nicht. Also ich bin definitiv dafür, dass wir gleich die Pistole holen gehen, ja? Ich glaube, so in manchen Situationen könnte uns das den Arsch retten. Und Kelvin sammelt ganz genüsslich die Felsbrocken. Ja, das macht er auch fein. Ja, da brauchen wir ja noch ein paar viele von, ne? Ich ziehe jetzt erstmal, will ich jetzt zwei Reihen erstmal komplett rüberziehen, soweit es geht. Ja, würde ich auch Und sagen. dann und von der Fläche her können wir uns ja dann immer noch ausbreiten. Ja, das so oder so. Dann würde ich erst sagen, jetzt aus unserem Blickwinkel gerade nach links weg erstmal. So, dass wir erstmal so gesagt zu unserer Safe Zone kommen. Ich kann Kevin, hast du nicht. Steine für mich? Gut. Oh nein, jetzt verlege ich sie verkehrt. Verdammt, ach egal. Muss ja erstmal so genügen. Ich mache gerade Medikamente für mich. Kommt gleich eins von Essen. Kommt jetzt noch wieder eins. Ups, das war die falsche Taste, verdammt. Okay, nee, das habe ich nicht. Weißt du, dass du ja einen Stein vergessen hast, ne? Oh. Jetzt haben wir die erste Reihe falsch rum verlegt. Symmetrie, mein Lieber, Symmetrie. Ja, das kannst du ja von oben drehen. Hab ich auch vor. Ich muss jetzt Ja. mal. Das ging gerade noch nicht, weil der eine Stein gefehlt hat. Da fehlt kein Stein. Nee, jetzt nicht mehr. Oh, hoppla. Hey. Ist ja die Frage, ob wir gleich pennen gehen können, ey, weil Bauchklatsch Klausi da ist. Wisst ihr aber, was wir machen könnten? Weil du willst da hinten ja auch noch bestimmt rein, oder? Wie wo rein? Da, wo der Drucker ist. Ja. Ich habe meine Ausdauer sieht nicht mehr so toll aus. Ich frag mal meine. Etwas knapp die Hälfte. Das wäre, glaube ich, gerade besser, weil da können wir pennen. Achtung, einer kommt. Erstmal muss ich hier wieder rauskommen. Was für ein Kraftakt. Da wird es doch bestimmt noch schlimmer, oder? Nö, nö, alles gut. Bist du? Wobei die Brauchen wir Wand. nur einen Einsatz? Ich glaube aber, dass du jetzt Stück für Stück hier unten die Steine wieder mitnehmen könntest. Also zumindest eine Reihe davon. Wo du schon fertig bist. Von den unteren Steinen jetzt, ne? Dann hast du es einfacher, da rauszukommen. Ja, aber die diagonalen Dinger da solltest du nicht wegnehmen, weil sonst Nee. kommst du nicht nach vorne. Diagonalen, die Querstreben, also. Ja, ich weiß, wie du es meinst. Dann hüpfst du jetzt mal ins Wasser und so kannst du dich an der Säule lang dran schlängeln. Naja, klar. Na komm, ich will den Stein haben. So. Mensch, ey, ich bin Profi, ey. Guck mal, ich habe die Steine da perfekt reingeschmissen.
Ich würde als erstes, wenn ich du wäre, erstmal nur die eine Reihe gucken, um wie weit du überhaupt kommst, ne? Boah. Ja, es zieht sich halt, ne? Naja, klar, ist natürlich ein Megaprojekt, was wir hier vorhaben, ne? Deswegen Okay, der. sollten wir jetzt gucken, dass wir gleich da hinten hinkommen, in den ersten Bunker da. Damit du das auch. Erstmal brauche ich Wasser. So, haben wir das schon mal erledigt? Habe ich. Bah. Oh. Oh. Bauchklatscher Klausi ist bei uns drinne. Jo. Aber Bauchklatscher Klausi ist gerade doof, da rauszukommen aus dem. Wasser. Nein, ist er nicht. Ich würde jetzt nicht empfehlen, in die Base zu gehen. Solltest du auf einen anderen Weg Wasser machen. Wir müssen schlafen. Also musst du irgendwie rüberkommen. Muss mir nur sagen, wenn du vor der Tür stehst, mach ich auf. Wobei sehe ich ja auch. So. Wobei ist auf, der ist ja gerade irgendwo da drin am Rumtouren. Wo Oh! ist? Ja, Bauchklatscher Klaus ist drinne! Wollte ich gerade sagen, ich sehe hier draußen keinen. Der ist drinne, habe ich mich jetzt erschrocken. Halleluja, der hat drei Schläge gebraucht und lag. Mit komplett voller Energie. Alter, wir müssen gucken, dass wir Oh. Rüstung. Wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung. Also ich liege drinne. Der ist vermutlich wieder draußen. Vermutlich. Weiß nicht, dass es so ist. Klingt. Doch, klingt irgendwie so. Hast du abgeschlossen? Ja. Gut. Dann lass uns mal eben schnell schlafen. Falls es Wenn man. überhaupt klappt. Vorher sagen, falls es geht. Nein. Hehehe. Okay, uns bleibt nichts anderes. Aber ich kann mir Wasser machen und so. Das ist schon mal schön. Ja, definitiv brauchen wir bessere Sachen zum Verteidigen. Das wird sonst nichts. Auch wenn der Topf da drauf ist, kann ich jetzt Sieg braten. Ich würde gerne mal eben. Aber du brauchst vermutlich nicht mehr lange. Ich glaube es, Komm. also. Ich halte es mal ein bisschen an. Warte ich. Ging tatsächlich trotzdem nicht mehr. Ich muss neu anwählen. Also ich mache mir jetzt erstmal was zu essen fertig. Klingt nach einem Plan, ja. Ist fertig? Ja. Gut. Sollte zumindest durch sein. Yep. Aber eigentlich würde ich gerne nach draußen und mal gucken, wie viel Fisch deiner Häuser ist. Da hat ein Vogel mir meinen Fisch gerade geklaut. Ich hab's gesehen, Alter, habe ich mich erschrocken, ey. Auf einmal flog da was durch die Gegend, ey. Wie geht das denn? Ist doch im Häuschen. Das frage ich mich jetzt aber auch gerade. Ja, die sind aber schon irgendwie allgemein buggy, ne? Oh, na super, ey, hier ist voll die Action draußen. Guck mal, hier haben wir noch ein Spielzeug. Oh, das war noch nicht durch, verdammt. Ich muss noch ein Essen, das ist.
Nichts gewesen. Meinst du es nicht? Da klaut er. Da klaut er mir, der Vogel einfach. Gibt's ja nicht. Oh. Sperrbereit halten. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Ich habe auch noch was durchs Haus fliegen sehen. Oh, hier so ein Big Boy steht da hinten. Wo sind jetzt meine Fische hin? Ich wollte gerade meinen Fisch essen jetzt. Wo ist mein Fisch hin? Keine Ahnung. Hä? Steh mal auf. Jetzt kann ich die Leute, jetzt kann ich nicht mit denen interagieren. Warte. Wo ist es denn? Jetzt musst du. Oh, hier, guck mal. Wutsch! Ich hab's auch gerade gesehen. Da. Geh mal ein Stück nach vorne. Also in der andere Richtung. So, bitteschön. Hast ein Stück Fleisch gekriegt. Dankeschön. Alter. Also irgendwie kommen wir hier gerade zu nichts, ne? Deswegen, wir müssen mal eben ein bisschen, glaube ich, auf Wandertour gehen. Oh, guck mal, er hat ein Stück Fleisch in der Hand. Das ist weg. Ich weiß nicht mal, wie wir jetzt rauskommen sollen, ey. Das weiß ich auch nicht. Zumal es auch noch dunkel ist. Doch, ich weiß, wüsste, wie man hier rauskäme. Ja, schön noch ein Loch hier reinschlagen oder was? Jo. Nee. Überhaupt sich hier eigentlich nicht, ne? Nicht, dann kommt uns hier noch mehr rein. Ja, da ist einer. Der hat sich hingelegt. So meine Ausdauer, ja. Neulich im Radio im Winter. Oh, es wird wieder hell. Ja. Problem ist, wir sollten mal langsam müssen wir schlafen. Ja, genau, mal noch mehr Kratzer, damit die noch mehr kommen, ne? Party. Kommst du? Komm, wir flitzen jetzt hier schnell raus. Schnell. Aufpassen. Hier lang, würde ich sagen. Okay. Bin draußen, ich bin schon auf dem Weg. Lass mich nicht allein. Guck mal, ich will lieber rennen. Hilfe, 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 Hilfe. Ich weiß zwar nicht, welche Richtung gerade, aber. Erstmal flüchten. Oh, hier ist das Kreuz. Hallo, Virginia. Hier ist das Kleine. Oh, meine Ausdauer ist so im Arsch. Hier. Moment, ich muss jetzt selber gucken. Du läufst ja in die Richtung, ich laufe mal in die Richtung hier. Gott, die Taschenlampe, ey. Irgendwo hier war das. Ich war vorhin schon da. Ich muss nur diese blöden Dingsens finden wieder.
Ja, der ist ja am Bach. Hier, hier, hier. Ja, guck mal, von wo ich komme. Guck mal, wo ich bin. Wo ich jetzt bin. Tschüss. Oh, schon wieder Leck hier, ey. Hatte ich vorhin schon. Ja, hatte ich Hey. aber auch. Okay, gut. Das glaube ich am Game selbst. So, hört mal, wie er lootet. So, mal richtig plupp, plupp, plupp. Wie Kisten leer. Skandal. Auf jeden Fall sind wir erstmal safe. Ja, das ja. Dann würde ich sagen, machen wir aber gleich mal direkt einen Cut mit der Folge hier. Und wir sehen uns hoffentlich tagsüber wieder und dann halbwegs safe bei uns an der Base. Also haut rein, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hat und tschüss.